Was habe ich da jetzt eigentlich gefunden? Gegengift. Natürlich. Kann ich ihm das spritzen? Oder muss ich es ihm aufs Händel leeren? Thank you. That was close. Cinderella took my old yacht to see the king of the fairyland. She has an airtight plan to marry the prince. But there may still be time. You can catch her in my airboat, but you'll have to fix it. I'll contact my friend at the magic department and try to get you a new wand. Here, you may need this. Good luck. DVD-Taste. Ich brauche diesen Kackknopf. So viel zu, ich brauche eine Fernbedienung hierfür. Und die DVD öffnet mir ein Geheimfach. Nichts weiter. Die spielt nicht ab. Gut, ist okay. Erst ausprobieren, ob es auch tatsächlich funktioniert. Okay, kann ich das damit machen? Natürlich sind da lauter nützliche Sachen im Kamin versteckt. Da ist etwas unter den Stäben. Kann ich es erreichen? Ja, mit meinem Anker am Seil. Ich will Blasebalg hochpumpen. Nee. Ich kann mit Schuhlöffel. Noch mehr Draht, noch mehr Drähte. Hier ist es dunkel. Wo ist meine komische Laterne hingelaufen? Immerhin habe ich jetzt die passende Farbe. Das muss ich aber nicht isolieren, oder wie? Bei einem anderen meckert sie, das muss ich isolieren. Ja, komm, Tüdel drumherum muss reichen. Drei Anker, Taucherflossen und ein Paddel. Das Paddel muss fertiggestellt werden? Okay. Ich werde es zeichnen. Ich werde es malen. Anker und Taucherflossen noch. Der Frosch kann aufgezogen werden. Natürlich, ich klaue dem Frosch die Taucherflossen. Und hole mir ein Schlauchboot-Reparatur-Kit. Ja, natürlich. Hätte ich nicht gleich ein neues Schlauchboot nehmen können? Ich habe einen Anker am Seil. Hallo? Pumpst du, gute Dame? Das hält. Kein Problem. Ist auch nicht auffällig, die sieht mich bestimmt nicht kommen. Also gut, enterhaken wir uns da hoch. I've examined this from every possible angle, and nothing will stop me from marrying Adam. I can't wait to buy myself a real yacht. Cinderella ist sehr, sehr geldgierig. Ich muss herausfinden, was Cinderella plant. Das weißt du schon längst. Ich weiß, wie man das Glas vorsichtig schneidet, ohne dass andere es bemerken. Mit meinem Nagelknipper. Heilpulver und Klebeband, okay. Ja, Meerjungfrau, kann ich dort was nehmen?
Na, ja, dünn genug, um das durchzuschneiden. Der sitzt dünn genug plötzlich. Der sieht genauso aus wie der andere Draht, den ich aufschweißen musste. Ich hoffe, ich habe nicht die falschen Zutaten verwendet. Andernfalls funktioniert der Schlaftrank nicht und ich kann die Wachen des Königs nicht neutralisieren. Sie plant, zum König zu gehen. Ich werde nicht zulassen, dass sie ihn verletzt. Sie verletzt ihn auch nicht. Du Hohlbirne, hast du nicht zugehört? Warum um alles in der Welt ist die Leiter so komisch befestigt? Damit wir nicht herankommen. Mal wieder muss ich ein Schloss öffnen. Ich schlag mit irgendwas drauf, dann hat sich das. Ich komme nicht ans Ufer. Wir sind ja auch weit genug weg davon, ne? Ohne dass andere es bemerken, aka ohne dass es Krach macht, bemerkt wird das irgendwann, dass da ein Loch ist. Das ist wie das berühmte medizinische Symbol. Ja, das berühmte medizinische Symbol, der Äskulapstab. Wird auch Hermesstab genannt. Ein Meißel. Möglicherweise muss ich improvisieren und ein Rad herzaubern. Ja, ich brauche einen Zauberstab, dann werden alle meine Probleme gelöst, ne? Ja, nu. Bedienfelder sind gute Stellen, um Fingerabdrücke zu finden. Ich habe ein Heilpuder. Ich habe keine Quaste. Macht nix. Brauche ich nicht. Zufälligerweise den richtigen Fingerabdruck erwischt. Ja. Ich werde eine Ewigkeit damit verbringen, zu erraten, was ich hier tun soll, wenn ich keinen Anhaltspunkt finde. Das ist richtig. Es ist verschwommen. Vielleicht soll ich die Brille aufsetzen. Ja, ist okay. Die Brille aufsetzen. Ja, ich habe ein Steuerrad, ich habe ein Brecheisen. Kann ich mit dem Brecheisen das Schloss aufhebeln? Geht das? Nein. Geht das mit dem Meißel? Nein. Kann ich die Leiter abhebeln? Nein. Kann ich die Leiter abmeißeln? Das geht. Mit einer kann ich mit der Radmutter draufschlagen? Ein Steuerrad? Ich hab nichts zum draufhauen. Ich hab eine Blechschere. Was? Eine Blechschere. Okay, ich habe die Blechschere. Das geht echt nicht? Steuerrad? Nö. Also gut, drehe die Pfeile, bis die Anzahl der Zeilen neben den einzelnen Symbolen mit den auf den Hinweisen angegebenen übereinstimmt. Jede Linie stellt einen Pfeil dar, der auf das Symbol zeigt. Drehe die Pfeile, bis die Anzahl der Zeilen neben den einzelnen Symbolen auf den Hinweisen. Aha. Das muss 0 sein. Wie? 0? Dingens, da muss 1 sein, das ist richtig. Die Raute muss 1 sein. Aber das muss 3 sein. This potion will help me captivate Prince Adam. I only have to figure out how to get it from Merlin. Merlin, der Zauberer, ist also Wissenschaftler geworden. Wissenschaftler. Das ist... The potion of true love is mine. Now, I just need the blood of Adam's family to make it work. The king's will do. He's easy enough to get to. The next step is to eliminate his security. A powerful sleeping mixture will take care of that. Thank you.
I knew I couldn't trust that weakling, Gary. Let me be, Godmother. You refused my wish for prosperity, so you don't get to stop me from doing it myself. The king's blood is the only ingredient I need to complete the potion work, so stay out of my way, or I won't hesitate to put you down for good. Jetzt sprengt die blöde Kuh auch noch hier die Brücke, ne? Ich werde einen Weg finden, zu ihr zu kommen. Ja, vor allen Dingen der Wish for Prosperity, ne? Du weißt schon, dass man Wohlstand anders erreichen kann und das sich nicht erwünschen muss, ne? Arbeite gefälligst dafür, für das, was du willst. Steht denn da? Irgendwas SO4. Ich muss es aus dem Wasser schöpfen. Also erstens müsste ja Sulfur, also Schwefel sein. Ein weiteres Schloss, das einen anderen Schlüssel benötigt. Diese flachen Steine, ist etwas darunter verborgen. Ich werde es nicht herausfinden mit den Sachen, die ich habe. Dafür ist das Brecheisen. Für den Eiscremeschlüssel. Ob es sich öffnen lässt, es ist doch schon offen. Nimm den Deckel ab. Schon wieder eine Kamera. Ich muss mich daran vorbeischleichen. Ich werf das Tuch drüber, warte. Ich weiß, ich muss mir eine Schleuder bauen wahrscheinlich. Kürbisse und Kutschen, 24/7 Taxiservice, ein Anruf und wir sind schon zur Stelle. Ich behalte das, nur für den Fall der Fälle, falls ich eine Kürbiskutsche brauche. Die Kette auflösen, wir haben Acid da unten drin, wir haben Säure. Eine Elster. Husch, flieg weg, dummer Vogel, vielleicht werde ich ihn los, wenn ich Krach mache. Ich brauche das Symbol. Die Blätter müssen weg. Ich kann meine Hand nicht nehmen. Ich mache meine Papierhände nicht schmutzig. Alkohol. Ja, hier ist ein Fluss, da ist Wasser, wasch es ab. Ich habe eine Blechschere. Aber das gibt die mir einfach so, ohne mich zu hacken. Ne? Das finde ich gut. Okay, wo war denn das komische? Das war auf dem Schiff, ne? Jetzt muss ich anfangen, mir Sachen zu merken, wo die sind. Da ist schon mal Alkohol. Das ist zusammengenäht. Ich krieg das nicht auseinander. Tut mir leid. Was habe ich denn da? Das ist ein Band. Natürlich! Kryptex, klar! Ich hoffe, es ist ein Gummiband. Und eine Nuss. Okay, die kriege ich vom Vogel, die Nuss. Tresorschlüssel. Ich habe den Eiscremeschlüssel. Brauche ich den hierfür? Nee, für den anderen. Da ist noch die Meerjungfrau. Die fehlt. Ein Schraubendreher und eine Schale mit Eiscreme da, also Eiscreme-Motiv. Meine Angel habe ich weggeworfen. Ein Schraubendreher. Greife nach den Sternen. Ja, ich habe einen Schraubendreher. Ui. Drehe ich damit auf? Ist eine gute Frage. Was drehe ich jetzt damit auf, ne? Also hier geht's weiter. Irgendwo. Also hier sind zumindest Sachen, die ich noch machen kann. Ich habe die komische Schüssel, aber die hilft mir hier nicht. Ich habe das hässliche Kryptex. Nach links. Okay. Ah!
Zwei, drei, vier. Drei in die andere Richtung. Eins, zwei, drei, fünf mal in die Richtung nochmal. Eins, drei, vier, fünf. Und jetzt nochmal acht in die andere. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich habe nicht richtig gezählt. Also gut, viermal nach links. Habe ich in die falsche Richtung gedreht? Habe ich in die falsche Richtung gedreht? Also eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hätte ich loslassen müssen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Muss ich jedes Mal auf den Knopf drücken? Gib den Code anhand des Hinweises an. Wähle den grünen Kreis aus, um ihn zu drehen. Drücke die Anker-Taste, um die Nummer auszuwählen. Ich hätte auf den Knopf drücken müssen. Okay, also nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Hä? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich bin zu dumm hierfür. Gib mir mal schwer, ne? Vier nach rechts. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier in die andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin zu dumm dafür. Ich muss einfach nur auf die Zahl drehen, oder wie? Und nichts weiter. Ach, das ist ja. Okay, es ist zu simpel. Nein! Oh fuck, ich habe versehentlich nochmal drauf geklickt. Okay. Es ist zu simpel gewesen. Es tut mir leid. Ich bin leider. Sind diese Richtung drin, ne? Einmal. Zweimal. Auf die fünf. Auf die acht. Fünf, sechs, sieben. Auf die zehn. Auf die fünf. Ja, wenn man zu viel denkt, ne, ist vielleicht nicht gut bei diesen Spielen. Okay, die Erde plus ein Magnet gibt einen Kompass. Blume und ein Stein. Sonnenbrille? Strohhut. Eis.
Partymaske? Tauchermaske. Telefon? Fernsehen? Handy? Walkie-talkie. Seepferdchen. Fisch und ein Stern. Ein Seestern. Regen und Trinken. Cocktailschirmchen. Luftpumpe und Dingens ist eine Schwimmweste und ein Steuerrad oder sowas. Wir haben ein Dietrich-Set.